Hey Leute, schön euch wiederzusehen. Das ganze Positiv-Team sagt einen wunderschönen guten Tag und freut sich, dass du wieder zu dieser Stunde mit dabei bist. Heute habe ich für dich einen schönen kleinen Caribbean Backflow vorbereitet. Die Musik läuft schon, du hörst es. Du brauchst nur deine Matte, etwas Spaß und dann machst du mit mir einfach all das, was deinem Rücken gut tut. Ich kombiniere hier Sachen aus Yoga, der Physiotherapie und der klassischen Rückengymnastik, um für dich ein schönes, umfangreiches Programm zu gestalten. Lass dir Zeit, mach es so weit, wie es dir gut tut. Okay? Geh auf deine Matte und hab Spaß. Ich habe meine Socken ausgezogen, die stören mich nicht mehr, die sind weg. Ich bin ein Vierfüßler, komm mal mit dazu. Gut. Hier angekommen, dachte ich mal, weich mal. Beweg dich mal und bring mal ein bisschen Platz und Raum zwischen alle 24 Wirbel, die du besitzt. Lass mal den Bändern, den Bandscheiben hier einfach wieder etwas mehr Raum. Und beweg dich durch. Wenn du jetzt merkst, irgendwas tut dir besonders gut, dann mach das öfters. Wiederhol das. Gut. Und dann beginnst du mal deinen Oberkörper ganz sanft um deine Handgelenke zu kreisen. Also immer mal die eine, dann die andere Seite belassen. In diesem Zug kreisen auch deine Hüften über deinen Knie. Kreisrichtungswechsel mal. Ganz vorsichtig. Und du merkst jetzt schon, ob deine Knie gut unterlagert sind. Oder ob du da nochmal Handtuch doppelt falten möchtest oder die Matte auch. Komm in die Mitte zurück. Beweg dich hier nochmal durch. Auf den Kopf. Dann zentralisiere deine Hände wieder. Und leg mal dein linkes Bein in die Mitte. Streck das rechte aus. Ja. Und lass deine Zehen rein am Boden. Schieb dich in die Ferse. Komm wieder raus. Dehn hier die Wade auf. Sehr schön. Langsam hin. Langsam zurück. Nun bleibst du mal hin. Schau mal, dass deine rechte Hand so ein Stückchen weiter vorne sitzt, dass du dich hier gut diagonal stabilisieren kannst. Und entsprechend deine linke Hand diagonal. Geh nach oben. Heb mal jetzt ab. Bleib kurz. Setz ab. Mach dich klein. Zieh mal unter dem Arm durch. Komm vor. Geh in die Schwebe. Und setz ab und zieh durch. Wichtig ist, dass du erst absetzt, bevor du drehst. Fliegen, absetzen, drehen. Fliegen, sehr gut. Absetzen, drehen. Das, was du kannst. Okay? Aus Yoga kennen wir das Prinzip Ahimsa Paramodharma. Gewaltlosigkeit ist das Mittel der Wahl. Also bleib dabei auch hier. Ne? Nicht fester machen und nicht in den Schmerz reinarbeiten. Jetzt bleibst du mal mit mir in dieser Schwebeposition. Halte dich immer hier. Und setz jetzt mal nur die Zehenspitze und die Fingerspitze auf. Komm wieder hoch. Setz auf. Komm hoch. Ganz sorgsam. Okay. Und diese Hand stabilisiert dich im Boden, gell? Bleib hier kraftvoll, Schulter weg vom Ohr. Und letztes Mal. Und löse. Gut. Entlaste mal die Hand. Gut. Seite rechts. Immer mal klein machen. Komm mal hier rüber. Rechtes Bein steht. Linkes Bein zurück. Rechte Hand sitzt schon mal so ein bisschen näher an dir als die linke. Und jetzt schiebst du dich erstmal wieder zurück. Und. Gut. Dehne die Wade. Und diese nach hinten geschobene Ferse heißt verriegeltes Sprunggelenk. Okay, weil hier dann nicht mehr viel passieren kann. Letztes Mal. Geh nochmal zurück. Verriegel dich. Und nimm jetzt die rechte Hand nach vorne. Linke Hand stabil. Du hast so zwei Drittel deines Gewichtes eher auf dem Bein.
Super. Geh in die Schwebe. Setz ab. Dreh du. Komm hoch. Schieb nach hinten. Verriegel. Und dann dreh. Zack. Das musst du auch erst lernen, diese Bewegung. Gib dir dann Zeit. Und mach ruhig etwas langsamer als ich. Und nun möchte ich, dass du mit diesen beiden Positionen dein Maximum suchst. Maximale Drehung. Maximale Ausdehnung zwischen Hand und Fuß. Konzentrier dich drauf. Zweimal hast du noch mindestens Zeit. Und dann darfst du hier wieder stehen bleiben. Gut, komm zurück. Und tipp mit mir. Geh hoch. Tipp. Geh hoch. Zack. Gut. Diagonale Hand, diagonales Bein. Linke Hand steht am Boden, rechtes Knie fest. Einmal noch. Lösen. Locker. Komm mal hier zu mir. Blickrichtung in meine Seite. Linkes Knie sitzt da, rechtes Knie am Boden. Gut. Schau, dass beides auf der Matte ist. Rechtes Knie ist unterlagert, linkes Knie ist hier. Dann entsprechend der rechte Hand am Boden. Und jetzt versuchst du erstmal hier so ein bisschen hochzukommen. Schau mal, wie das für dich geht. Veränder die Position nach deinem Gutdünken. Und dann geh mit mir rein. Linke Hand hoch. Rechts zurück. Deine Knie sind unterlagert. Weiter Kreis. Zieh hoch. Geh tief. Zieh hoch. Gut. Mach das noch zweimal. Und beim letzten Mal bleibst du mal oben. Halte die Position. Dein Kopf fängt an, sich zu bewegen. Du schaust mal zur oberen Hand. Schaust mal nach oben. Ganz locker. Versuch trotzdem, hier den Nacken lang zu lassen. Sanft. Vorsichtig drehen. Nur wenn das für deine Halswirbelsäule okay ist. Wenn es schmerzhaft wird, hör sofort auf. Geh in die neutrale Mittelposition. Alles. Letztes Mal. Locker. Okay. Mach den Nacken weit. Super gemacht. Schulterkreis. Hol jetzt das linke Bein vor. Und wechsel die Seite. Knie, Fuß, Knie. Oder wenn es auch nicht anders geht, Knie, Knie, Fuß. Alles okay. Linke Hand zu Boden. Sehr gut. Einmal probeweise hoch und tief. Dann mit mir die rechte Hand. Zieh hoch. Komm zurück. Super. Sehr schön. Okay. Davon gehen noch zwei. Letztes Mal. Wir bleiben oben. Wieder der Kopf, aber dieses Mal ohne Rotation. Sondern nun hören wir einfach nur oben hin. Ihr Blick ist immer noch geradeaus. Und gehen tief. Nach oben. Der Blick der Nasenspitze immer nach vorne. Ohne zu Boden oder zur Decke zu gehen. Nur eine Seitneigung. Keine Rotation. Ganz wichtig. Achte darauf. Gut. Zweimal. Und letztes Mal. Und löst. Lock. Gut. Mach dich mal kurz wieder weich. Super. Einmal an sich. Danke. Okay. Und einmal hier. Klein machen und lang. Sehr schön. Gut. Perfekt. Stell deine Füße nebeneinander, etwas weiter als die Knie vor dir auf. Du sitzt in der Mitte der Matte ganz bequem und lehn dich erstmal so ein bisschen zurück, Hände sind hinter dir. Lass dich nochmal einsinken, streck dich nochmal aus. Mach ganz vorsichtig. Oh, und du
merkst, dass du vielleicht über die Sitzbeinhöckerchen deines Beckens entsprechend arbeitest. Ist okay. Bleib mal hier dann so lange, wie du es halten kannst für dich. Und jetzt nimm mal hier die rechte Hand zum Knie. Setz ab. Links. Versuch mal hier Oberkörper freeze, da soll gar nicht viel passieren. Und wenn du kannst, deine Hände immer weiter ein Stückchen nach hinten setzen, bis sie nur noch auf den Fingerspitzen stehen. Auf den Zehenspitzen genau. So, rechts, links. Du bist nach hinten gelehnt, Bauch hält. Zack, zack. Gut. Jede Seite zweimal noch. Letztes Mal. Umarm mal deine Knie und halt. Greif dir dein Handgelenk und zieh dich jetzt mal zurück. Gut gemacht. Sehr schön. Sehr schön. Komm wieder in die Länge. Perfekt. Setz deine Hände nochmal neben dich. Und zwar jetzt hier direkt neben dem Po. Okay. Ich möchte, dass du jetzt zwei Sachen machst. Erstens den Po anfängst abzuheben, aber auch gleichzeitig mit deinem Beckenboden zu arbeiten. Das ist nämlich auch ein ganz wichtiges stabilisierendes Produkt. Das heißt, wenn du hochgehst, zieh den Beckenboden an. Wenn du tief gehst, lass wieder locker. Lehn dich zurück. Heber. Setz tief, lass kurz locker. Da geht es auch immer darum, die Hände kurz wieder zu entlasten. Vor. Und auf. Jetzt bleibst du mal oben. Halt den Becken. Halt ihn an. Halt ihn. Gut, sehr schön. Halt die Rückseite. Und jetzt geh mal hier mal noch auf die Fersen. Halt den Beckenboden. Halt den. Okay, und von hier aus nochmal Knie zu. Auf. Zu. Auf. Halt den Beckenboden. Back. Back. Bleib in der Luft. Drück dich nach oben. Halt den Beckenboden. 4, 3, 2. Okay, komm wieder tief. Hände locker, gut gemacht. Sehr schön. Vorsichtig und langsam ein Bein ausstrecken. Das andere Bein mal hier fallen lassen. Sprung in den Kreis. Und es ist mir ganz gleich, ob du jetzt hier rechts oder links nimmst. Okay. Und wir gehen mal ganz sanft nach vorn. Und wiegen uns hier mal in die Dehnung ein. Wichtig ist jetzt schlicht und ergreifend, dass die Kniekehle am Boden bleibt. Und das auch immer möchte. Sobald du hier anbeugst, bist du eigentlich schon wieder zu weit. Dann geh ein Stück zurück. Komm in die Weite. Okay. Und an dem tiefsten Punkt, den du jetzt für dich erreichen kannst, bleib mal hier. Zieh die Zehenspitze an. Nimm den Kopf so ein bisschen raus. Schau sie dir an. Und jetzt streckst du deine Zehenspitze weit aus. Und schaust dir das Knie oder sogar die Leiste an. Die Leiste wäre sogar besser. Mach dich ganz klein. Schau dir nochmal die Zehen an. Und zieh die Zehen so weit es geht ran. Und dann schau dir die Leiste an. Geh auf die Zehenspitze. Mach das noch zweimal. Kniekehle bleibt am Boden. Und jetzt spannst du dein Nervensystem einmal von oben. Einmal von unten. Letztes Mal. Gut, komm zurück, hol dir das Knie kurz ran. Gut, bleib hier, mach's dir kurz bequem. Sehr schön. Und dann wechsel die Seite. Anderes Bein ganz bequem. Und du darfst dich erstmal hier so ein bisschen in die Weite des Beines einwiegen. Mach dir mal so ein bisschen Platz durch Bewegen. Das, was du brauchst. Und an der tiefsten, für dich möglichen Stelle, sodass es immer noch bequem ist und immer noch die Kniekehle am Boden bleibt, bleibst du. Schau dir wieder deine Zehen an, geh so weit es wie möglich ran. Dann schau dir die Leiste an, geh auf die Zehenspitze. Schau dir die Zehenspitzen an. Damit machst du vor allem den Ischias wieder weich und mobil, indem du ihn einmal von oben entspannst, von unten anziehst und umgekehrt. Auch wenn das nur eine kleine Bewegung sein mag, aber du rastelst da so ein bisschen durch deine Nervenaustrittslöcher. Gut.
machst das da wieder weich und mobil. Zweimal noch. Und dann komm auch hier wieder zurück. Sehr schön. Lass dir hier kurz Zeit. Nach der ganzen Länge braucht dein Bein auch mal wieder die Gegenbewegung. Und dann bleib auf deiner Matte. Leg dich mal mit mir tief. Hände sind rechts und links. Füße sind angehoben. Kreis nochmal die Sprunggelenke aus. Und dann darfst du mal mit mir zur Decke treten. Einmal die eine Seite, dann die andere. Und zwar immer mit der Ferse. Versuch das so hoch es geht. So weit gestreckt wie möglich. Auch das ist nochmal eine aktive Übung für die Streckung der Rückseite. Zack. Super. Die letzten zwei. Und dann kommst du hier wieder, sinkst deine Beine an, lässt die ganze locker bei dir. Und deine Beine fangen an, sich so mal ganz leicht zu mir zu kämpfen. Deine mir abgewandte Schulter bleibt aber fest am Boden. Und du gehst wieder in die Mitte. Andere Seite natürlich auch. Und die Bewegung ist limitiert durch die Schulter. Immer wenn die Schultern abheben wollen, kommst du wieder in die Mitte zurück. Super. Wenn du die Kraft in deinen Beinen wieder hast, geh so ein bisschen weiter weg, ein bisschen mehr über die Hüfte. Schau aber, dass der Stress in deiner Lendenwirbelsäule moderat wird. Okay? Ganz sanft. Das nächste Mal, wenn du zu mir pendelst, komm mal rüber, setz dich mal hier ganz ab. Nimm den ganzen Oberkörper mit und dein Kopf ist nochmal in der Luft. Obere Schulter zieht nochmal weit weg, hat hier eine schwere Einkaufstüte, die zieht hier rum. Und dein Kopf darf sich nochmal die obere Schulter anhören, nicht anschauen, anhören. Geh wieder tief, hört wieder hin, geh wieder tief. Und das ist nur hier jetzt für diese Seite, nur für die entsprechend obere Schulter. Tief. Und hoch. Tief. Hoch. Okay. Du merkst relativ schnell, dass dir hier jetzt Zug ankommt. Ja, aber du musst jetzt hier die 4 bis 5 Kilo deines Kopfes nur mit der oberen Schulter heben. Das ist recht schnell anstrengend. Zweimal noch. Jetzt leg den Kopf ab. Wenn er jetzt nicht bequem zu Boden kommt, weil du so muskulös bist, dann leg hier nochmal deine Hand oder auch den Unterarm drunter. Und kreis nochmal mit der oberen Schulter. Weiter. Da, wo du merkst, da kommt Zug an, bleibst du mal kurz. Zieh immer noch mit der oberen Schulter weg. Und vielleicht kannst du den Kopf nochmal so ein bisschen näher Richtung Scheitel drücken. Mach hier richtig weit. Gut, komm zurück. Gib dem Nacken hier mal ganz kurz Platz. Schieb ihn mal von rechts nach links. Große Halbkreis. Okay. Wir machen auch nochmal eine ganz wichtige Übung für all diese Smartphone-Nutzer. Ich gehöre auch mit dazu. Damit diese Position, also den Kopf auch am quasi an einer gedachten Wand anlegen, auch im Stehen gut funktionieren, brauchen wir hier die vordere Halsmuskulatur, die uns aus dieser Position wieder zurückzieht. Und die stärken wir jetzt, indem wir uns wieder vorstellen, dass hier unter dem Kopf eine Zeitschrift durch möchte, die aber trotzdem mit dem Kopf Richtung Wand oder Richtung Element, das über uns ist, entsprechen möchte, sodass wir ganz knapp über dem Boden bleiben, einen ganz langen Nacken haben. Und dann möchten wir uns hier noch was anschauen, was auf unserer Nasenspitze liegt und machen automatisch so ein kleines Doppelkick. Okay? Hört sich kompliziert an? Ist es gar nicht. Mit mir einmal nur den Kopf mal ganz weit weg. Komm knapp über den Boden. Schieb dich nochmal weg von den Schultern. Und jetzt mach hier mal so eine ganz kleine Nickbewegung nach vorne und die hältst du. Jetzt merkst du, hier geht es richtig rein in die Vorderseite. Halt das kurz. 4, 3, 2, löse auf,
Nacken bewegen. Lang und weit. Nochmal. Langsam hoch. Langer Nacken. Knapp über den Boden. Leichte Nickbewegung. Halt. Wenn du deine Hände am Boden hast, schieb dich ruhig mal richtig lang. 4, 3, 2, löst. Das zieht ganz schön, gell? Deswegen machen wir so noch einmal. Komm. Hoch. Knapp über den Boden. Leichte Beuge. Halt. Schieb dich weg. 4, 3, 2 und lösen. Gut gemacht. Applaus für dich. Diese Übung ist auch immer schwer, egal wie oft man sie schon gemacht hat. Gott. Um auch diesen Bereich wieder aufzudehnen, weil hier viel Spannung ist, nimm mal hier eine Hand, in meinem Fall ist es die rechte, auf die gegenüberliegende Seite, in meinem Fall die linke. Und zieh mal hier so ein bisschen Haut unterhalb des Schlüsselbeines nach unten. Der Kopf dreht sich dabei nach rechts und das Kinn geht möglichst weit weg von der Hand. Es hat nichts damit zu tun. Dann spürst du hier den Zug auf der Hals. Du dehnst die Haut und damit den Hautspanner, das sogenannte Platysma. Geh mal hier weg. Und löse. Wechsel die Seite. Haut unterhalb vom Schlüsselbein nach unten ziehen und das Kinn möchte so weit wie möglich weg. Gut, komm zurück, Arme nochmal zur Seite, weit rechts und links, Knie angebeugt, beginn mit einem sanften Pendeln und du machst es langsam, kontrolliert. Immer bedacht, dass die Schultern am Boden bleiben. Oh, du bleibst. Ich drehe mich für dich. Denn das nächste Mal, wenn deine Füße von mir weg sind, drehst du dich mit ihnen um. Keine Angst. Hör mir einfach zu. Es ist das gleiche Prinzip wie auf der anderen Seite. Kopf bleibt in der Luft. Und nun nimmst du den oberen Arm, ziehst ihn zu deinen Füßen tief und hör wieder der oberen Schulter zu und geh tief. Obere Schulter zu, ohne Rotation. Ich weiß, du bist versucht, da hinzugucken. Lass das machen. Stell dir vor, auf dieser Seite wäre ein ganz spannender Fernsehfilm auf einem Fernseher zu sehen. Den willst du nicht verpassen. Guck dahin. Ganz weit. Ganz weit. Mach das noch einmal und dann unterlager gerne wieder den Kopf, während du ihn ablegst, wenn du das vorhin auch gemacht hast. Großer Schulterkreis der oberen Schulter. Zieh weg und an der maximalen Dehnung bleibst du stehen. Dehn hier wieder auf. Grandios. Halt das noch kurz. 4, 3, 2. Lösen. Leg dich auf den Bauch, so wie du bist. Okay, willkommen auf der anderen Seite. Gut, wackel mal mit deinem Po. Das macht dir den Rücken wieder wach. Okay, du liegst ganz bequem auf der Vorderseite. Deine Beine sind entspannt, etwas weiter als hüftbreit geöffnet. Die Fersen fallen leicht nach innen und deine Hände sind neben deinem Oberkörper. Oh, setz sie ganz eng zu dir und zieh sie etwas zurück, sodass du hier gar nicht mehr viel drücken könntest. Okay? Beginne mit Schulterkreis. Du merkst schon, die Schulterkreise verführen dich schon in eine Richtung zu bewegen. Also gib ihnen nach. Zieh dich hoch mit dem Schulterkreis nach hinten. Und dein Nacken kommt mit in die Bewegung, denn du schaust einmal über deine rechte Schulter, wenn du tief gehst und dann einmal über die linke. Rechts. Links. Rechts. Und links. Immer wenn du tief gehst.
Wenn du hochgehst, schau zu Boden. Mach das nochmal in jede Richtung. Und dann bleib einmal mit mir. Oben, halb hoch. Schließe deine Beine in der Luft. Halte sie. Wenn du willst, kannst du mal eine Hand auf den Rücken nehmen und spüren, was da passiert. Kommt da gut Zug an? Ich hoffe ja. Und jetzt nimmst du nochmal deine Ellbogen hinter dem Rücken zusammen. Halt das hier. 4, 3, 2. Löse auf. Gut gemacht. Wieder Po-Backen. Okay. Und wenn das für dich möglich ist, greif dir mal hier ein Bein. Zieh es nach. Gut, dehn dich da wieder auf. Diese Position bietet sich immer gut dafür. Und wechseln. Und wieder lang. Zwei Beine mit einem Bein. Beug die Knie. Hände nochmal neben dir. Und jetzt wie bei einer Wippe, wenn deine Beine sich strecken. Oberkörper hoch. Oberkörper tief, Beine beugen. Langsam. Und versuch hier möglichst hoch zu gehen. Nimm den Impuls. Stell dir vor, da ist jetzt ein Faden oder ein Seil an deinen Fersen und an deinem Kopf verbunden. Und das zieh dich hoch. Und tief. Zwei noch. Okay, jetzt leg die Beine ab. Geh mit dem Oberkörper halb tief zurück. Und nimm die Arme nach hinten. Jetzt darfst du hier paddeln. Ganz kleine und sanfte Bewegungen. Du musst jetzt hier nicht durch den Ozean schwimmen. Nur ganz klein. Versuch dafür mal möglichst den Oberkörper zu freezen. Keine Bewegung. Deine Wirbelsäule muss das ausgleichen. Hat ganz schön viel zu tun jetzt. Ganz locker die nächste. 4, 3, 2. Setz ab. So, Hände neben den Oberkörper. Schieb dich zurück. So, mit den Knien wieder an dich ran. Hände mal weit vor. Und streck dich nochmal zurück. Bleib mal kurz hier. Und dann beweg dich wieder im Vierfüßler für dich aus. Mach jede Bewegung, die dir gut tut. Sehr schön. Wechsel nochmal zu mir vor in den Kniestand. Kniestand bedeutet, Knie etwas weiter als die Hüfte. Dann entsprechend rechter Fuß nach außen. Rechte Hand auf dem Boden. Vor, also linke. Rechte Hand in die Luft. Und nun ziehst du einmal unter linke Hand, linken Bein. Kommst zurück. Du dehnst die Innenseite. Geh hoch. Zieh rein. Geh raus. Zieh rein. Gott, und das nächste Mal bleibst du in der Dehnung. Halt dich mal hin. Gott, dehne mal die Adduktorenseite rechts auf. Komm langsam nach oben. Gut. Mach dir mal kurz wieder weich. Gut gemacht. Sehr schön. Linke Hand zu Boden. Du darfst dich jetzt ein bisschen Kraft hier abstützen und gehst wieder tief. Zack. Zack. Und die rechte Hand arbeitet nur mit. Gut. Du darfst hier ruhig jetzt noch ein bisschen schmackes.
Die Kraft kommt trotzdem mit aus dem Rumpf. Zack. Vier nach. Drei nach. Zwei nach. Und super. Komm wieder hoch. Und immer dein rechtes Bein nach vorne. Bleib zweigleisig. Wir gehen nochmal in die Dehnung des linken Hüftbeugens. Geh mal mit mir rein. Und wieder raus. Schau mal, dass dein rechter Fuß weit vor dem rechten Knie steht. Dann bleib mal hier. Dehne die Seite. Deine linke Hand zieh dich nochmal nach rechts. Jetzt hast du die Dehnung und komm zurück. Woher ist es? Mehr in die Jacke. Langsam zurück. Dieses rechte Bein schiebst du nach hinten. Linkes Knie immer noch am Boden. Gut, okay. Beide Hände hoch. Versuch dich zu stabilisieren. Nimm mit dem Oberkörper so weit vor, wie du kannst. Und du merkst, du wackelst. Und das ist jetzt mein Ziel. Na, ich möchte, dass du jetzt hier so ein bisschen in die Instabilität kommst. Und immer wieder ausgleichen. Ganz vorsichtig. Vier nach. Drei nach. Zwei nach. Lösen vier Füße. Gott. Gib mal den linken Knie Platz. Oh, das macht dich weich. Setz mal deine Hände ganz fest vor dir auf den Boden. Schulterbreit. Und nimm die Knie weg vom Boden. Knapp über den Boden zurück. Und jetzt mal nur Kraft nach hinten schieben. Und nach vorne über die Hände. Bleib mit den Knien hier. Nach vorne. Zurück. Nach vorne. Gut, die letzten zwei. Sehr schön. Nur noch mal kurz halten. Und löst. Linkes Knie. Weit strecken. Linkes Bein rüber. Okay. Du darfst an. Rechte Hand zu Boden. Linke Hand. Fädel ein. Fädel aus. Sanft. Okay. Dehn jetzt hier die linke Seite. Super. Komm mal rein. Bleib mal hier. Gut. Versuch mal hier mit den Fingerspitzen möglichst viel Abstand zur linken Ferse zu kriegen. Das ist die Strecke. Jo. Sehr gut. Vergiss dein Lächeln nicht. Komm zurück. Geh nochmal hier hoch. Rechte Hand stützt ab. Schieb dich hoch. Zack. Okay. Gut. Diejenigen, die jetzt viel Kraft haben und meinen, dass es nicht mehr schwingt, ohne Hände. Okay. Aber dann vorsichtig. Hier noch. Drei noch. Zwei noch. Super. Letztes Mal. Gut. Einmal nach vorne. Linker Fuß weit vor dem linken Knie. Geh rein. Und raus. Hol dir mal so ein bisschen Bewegung. Okay. Und dann bleibst du hier. Ganz linker Arm stützt. Rechter Arm dreh dich hoch. Perfekt. Könnte nicht schöner aussehen. Vier noch. Drei noch. Zwei noch. Okay. Setz ab. Linkes Bein weit nach hinten. Komm hoch. Bleib hier. Wieder wackeln. Okay. Es ist jetzt wichtig, dass du ein bisschen instabil bist. Bist du das noch nicht? Füge die Beine mehr in eine Linie zusammen. Lehn dich weit nach vorne. Vier. Drei. Zwei. Vier Füße. Platz für das rechte Knie. Beweg dich durch. Geh wieder ganz auf deine Matte. Und einmal mit mir das umgekehrte V. Einmal laufen.
Such dir hier auf deine optimale Position. Geh ein bisschen weiter zurück, komm näher ran, das was du brauchst. Und nun dehn einmal deine rechte Ferse. Schieb sie zurück, schieb den Po nach hinten. Links. Super. Komm mal Schritt für Schritt mit mir nach vorne. Setz die Fußsohlen ganz zu Boden. Und geh noch einmal in eine Vorwärtsbeuge kurz. Okay. Knie anbeugen. Hände hier an den Oberschenkel. Gut, du bist halb hoch. Okay, komm jetzt mal hier an. Deine Füße hüftbreit geöffnet. Und jetzt darfst du dich mal hier klein machen. Knie ausstrecken. Knie beugen. Rücken gerade. Mach dich klein. Streck die Beine. Rücken lang, Knie gebeugt. Okay, das nächste Mal, wenn der Rücken lang ist, bleibst du hier. Und nun darfst du einmal die Arme öffnen. Schau ihm hinterher. Nach oben auf Schultern. Und nochmal klein machen. Roll dich an. Schieb dich auf. Roll dich an. Schieb dich hoch. Roll dich an. Schieb dich auf. Roll dich an. Okay, das merkst du jetzt hoffentlich schnell und stark im Rücken. Gut, das ist nämlich auch eine Rücken. Zwei hier noch. Letztes Mal. Und nun bleibst du einfach nochmal mit mir und hältst. Einmal hier. Linke Hand, rechtes Knie. Dreh dich gleich hoch. Komm mit. Links. Rechts. Nach links. Nach rechts. Nach links. Nach rechts. Bleib immer weit vorne. Zack. Zack. Zwei noch. Jede Richtung. Gut. Einmal vorwärts beuge mit mir. Lass dich sehen. Und pendel dich hier mal aus. Nimm deine Ellbogen in deine Arme. Gut. Komm einmal von unten. Sanft noch. Lass dir Zeit. Dein Rücken braucht kurz. Also meiner braucht kurz. Schulterkreis. Weit die Beine geöffnet. Zehenspitzen nach außen. Side to side. Nimm die Schultern, zieh sie zurück. Und das nächste Mal, wenn du links bist, bleib mit mir links. Geh mal tief. Stell dir vor, du pflückst hier Blumen. Rechts, Blumen pflücken. Links, zack. Und es geht einmal darum, dass du den Rücken beugst. Die Arme sind Makulatur. Einmal links. Einmal rechts. Einmal links. Einmal rechts, einmal links, einmal rechts, einmal links. Richtig rund werden. Einmal hier, einmal da. Gut. Letztes Mal, jede Richtung. Einmal links, ne? Einmal rechts. In die Mitte. Gut. Aus diesem Stand. Fußinnenseiten wieder parallel. Und lass dich nochmal lang schieben. Weich. Immer so tief du kannst. Okay. Richtig weit die Beine geöffnet. Da, wo du ankommst, kommst du an. Schieb dich mal ein bisschen wieder nach vorne. Auf die Fußspitzen. Eher in die Richtung. Wieder zurück Richtung Ferse. Spiel nochmal damit. Mehr Richtung Zehen. Mehr Richtung Ferse. Zweimal noch. Super. Letztes Mal. Beug die Knie. Setz die Hände an die Oberschenkel. Roll dich hoch. Schließ die Beine. Noch einmal mal weg. Okay. Linker Fuß steht. Wir kommen zum Ende der Stunde. Einmal belasten. Rechter Fußgang. Immer noch auf der Zehenspitze stehen. Okay. Hier nochmal Kraft in die linke Seite. Heb rechts an. Halt. Deine linke Hand kann, wenn du die Kraft noch hast, von innen gegen das rechte Knie drücken. Halten.
4, 3, 2, lösen. Okay, andere Seite. Rechts, links stehen. Volle Kraft. Linkes Knie hoch. Hier bleiben. Oder drücken. Halte das nochmal für 6, 5, 4, 3, 2, löse auf. Mach dich weich. Okay. Einmal mit dem rechten Fuß nach vorne. Zehenspitzen anziehen. Lehn dich nochmal tief. Komm ein bisschen raus aus der Rückseite. Geh tief. Geh raus. Zwei mehr davon. Und dann bleibst du noch einmal kurz hier in der Tiefe. Sehnst dich rein. Kommst langsam hoch, lockerst aus. Seite wächst. Linker Fuß steht. Geh tief. Komm raus. Sang. Sehr gut. Zwei noch. Und dann bleibst du mal hier. Halte kurz. Komm hoch und locker dich. Sehr gut. Geht's dir gut? Vergiss dein Lächeln nicht. Bleib nochmal hier hüftbreiter Stand. Atme ein. Atme aus. Ein. Aus. Atme nochmal ein. Nimm dir mal dein linkes Handgelenk. Zieh es nach rechts. Und das rechte. Zieh es nach links. Nochmal. Super. Dreimal noch tief. Aus und ein mit mir. Aus. Zweimal noch. Letztes Mal. Sehr schön. Wunderbar. Da hast du es geschafft. Ich bin stolz auf dich. Das war deine Rückenstunde. Ja, Licht nimmt wieder auf, wenn man mich sieht. Deswegen wünsche ich dir jetzt einfach nochmal einen wunderschönen Tag. Du hast es dir verdient. Belohn dich jetzt dafür. Mach noch was Tolles, wenn es nur das schöne Duschen ist, mit deinem Lieblingsduschgel. Und dann wünsche ich dir einen wunderbaren Start in den Tag. Ich freue mich auf die nächste Stunde mit dir. Das ganze Positiv-Team sagt Danke und einen wunderschönen Frühlingsanfang. Muah!